Hallo, ich bin Emilia Hartesen von den Museumsguides aus dem Museum Wiesbaden und wir befinden uns hier in der Ausstellung Lebensmenschen und ich möchte heute vor allem etwas über Marianne von Werefkin erzählen und ihren sehr bekannten Lebenspartner Alexei von Jawlensky. Und ich möchte euch jetzt meine Lieblingsbilder aus dieser Ausstellung zeigen. Die Museumsguides sind ein Projekt vom Museum Wiesbaden und besteht hauptsächlich aus Schülern vom Gymnasium am Mosbacher Berg, aber trotzdem sind wir offen für Schüler von allen Schulen in Wiesbaden. Also wenn ihr Lust habt, anderen Schülern oder Jugendlichen die Bilder und Ausstellungen aus eurer Sicht näher zu bringen und zu erzählen, was ihr von den Bildern haltet, dann kommt gerne zu den Museumsguides. Marianne von Werefkin wurde 1860 in Russland geboren. Und man hat schon sehr früh bei ihr ein Zeichentalent erkannt, weshalb sie auch den russischen Realisten Ilja Repin, der zu der Zeit sehr bekannt war, kennengelernt hat, bei dem sie dann 10 Jahre Schülerin war. Ihren Unterricht bei ihm hat sie 1880 begonnen. Und dieses Bild hier mit dem Namen Der Mann im Pelz ist 10 Jahre, also eigentlich am Ende ihres Unterrichts bei Ilja Repin entstanden und man erkennt hier sehr gut, dass sie realistische Einflüsse hatte von ihrem Lehrer. Das sieht man vor allem gut am Gesicht und trotzdem hat sie schon ihren eigenen Stil entwickelt, auch schon während der Zeit des Unterrichts bei Ilja Repin. Sie hatte damals schon den Namen russischer Rembrandt und ihren eigenen Stil erkennt man sehr schön, zum Beispiel an dem Ausschnitt hier, wo man nicht wirklich unterscheiden kann, ob jetzt Bart oder Pelz gezeigt sind. Und das ist auch sehr schön, dass das Gesicht hier noch sehr realistisch gemalt ist, dass es so heraussticht im Gegensatz zu zum Umfeld. Und für mich, finde ich, ist es ein sehr schönes Bild, weil die Augen so viel Emotionen zeigen, vor allem wegen diesen Lichtreflexen oder den Tränen. Und das Gesicht so heraussticht. Das hier ist ein Bildnis von Marianne von Werefkin, 1888. Das wurde gemalt von Ilja Repin, ihrem Lehrer. Und eigentlich hat dieses Bild eine ziemlich positive Ausstrahlung und auch eine ziemlich reine Ausstrahlung. Das liegt vor allem an dem ganzen Weiß im Bild und dass nur ihr Gesicht und ihr Lächeln, ihre dunklen Haare betont sind. Und deshalb fällt einem wahrscheinlich auch nicht direkt auf, dass sie einen riesigen Gips an ihrem Arm trägt, weil sie sich kurz zuvor ihre Malerhand zerschossen hat. Dass Ilja Repin Marianne von Werefkin trotzdem so glücklich gemalt hat, scheint für mich ein Trost oder auch ein Kompliment an Marianne von Werefkin zu sein. Was ich ziemlich spannend an dem Bild finde, ist, dass die Verletzung, die wahrscheinlich ziemlich blutig ausgesehen haben muss, total im Kontrast zu diesem reinen und fast nur weißen Bild steht. Und es gibt auch viele verschiedene Weißtöne in diesem Bild, also die ins Grünliche oder ins Gelbliche gehen. Und das sieht man vor allem gut, wenn man näher rangeht. Und dass dieses Bild total im Gegensatz zu dem steht, wie die Situation gerade bei Marianne von Werefkin aussehen muss, finde ich ziemlich spannend an dem Bild. Alexei von Jawlensky und Marianne von Werefkin haben sich 1892 kennengelernt und ab dem Zeitpunkt hat sich Marianne von Werefkin zur Aufgabe gemacht, ihn zu fördern. Das hatte vor allem den Grund, dass man als Mann viel einfacher den Durchbruch als freier Künstler schaffen konnte und deshalb hat sie ihn gefördert, weil sie schon viel mehr Erfahrung als Alexei von Jawlensky hatte. Das ist ein Bild von 1910 und man sieht sehr gut im Vergleich zu den Bildern, die ich vorher gezeigt habe, dass sie eine totale Entwicklung durchlaufen hat. Und sie hat sich in die Richtung des Expressionismus entwickelt und das sieht man sehr schön an dem Bild, weil Expressionismus, das Wort kann man ja auch von Expression ableiten, also von dem Ausdruck. Und wie sie sich hier selbst gemalt hat, ist ziemlich spannend, weil sie hat sich mit einem sehr langen Hals zum Beispiel gemalt und mit einem erhobenen Haupt, einer Blume und ich finde, das lässt sie ziemlich stolz wirken und auch, dass alles total umgedreht wurde, also nicht keine einzige Farbe mehr der Realität entspricht, zum Beispiel die Lichtreflexe, die stark gelben Lichtreflexe und auch
die Farben an ihrem Hals oder ihre Pupillen, die rot sind und in ihrem Auge blau, das ist einfach total abgewandelt. Und was das Schöne an diesem Bild ist, dass sie sich genau so gemalt hat, wie sie möchte, dass man sie sieht. Also sie hat sich selbst so ausgedrückt, wie sie möchte, dass man sie selber anschaut. Alexej von Jawlensky und Marianne von Berefkin haben fast 30 Jahre lang zusammen gelebt und auch zusammen gemalt. Was man dabei nicht denken würde, ist, dass Alexej von Jawlensky zwischenzeitlich ein Kind mit ihrem Dienstmädchen bekommen hat, mit Helene. Und dass die beiden, also Marianne von Berefkin und Jawlensky, trotzdem zusammengehalten haben und dass sie trotzdem zusammen gelebt haben mit dem Kind und dem Dienstmädchen zusammen als eine vierköpfige Familie, zeigt, dass sie auf jeden Fall eine starke Verbindung zueinander hatten. Und ich denke, das lag vor allem daran, dass sie beide das Malen die beiden verbunden hat. Und ich glaube, das ist vor allem auch der Grund, warum die Ausstellung Lebensmenschen heißt, weil die beiden einfach füreinander ihre Lebensmenschen waren und das Malen das war, was sie verbunden hat. Wenn ihr euch die Ausstellung Lebensmenschen im Museum Wiesbaden selbst anschauen wollt, dann kommt gerne her. Der Eintritt für Menschen unter 18 ist auch kostenlos und dann könnt ihr euch die Bilder in eurem eigenen Tempo anschauen, eure eigenen Lieblingsbilder heraussuchen. Und ja, es gibt auch noch viele andere schöne Ausstellungen, also kommt gerne ins Museum Wiesbaden.